unersetzliche Ausgrabungsstätte zertrampelt. Kann ich helfen? Ja. Bist du Tannis? Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Warte draußen, während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und stehe einfach, was nicht festgenagelt ist. Das ist ein Fichter. Nein, das ist ein Schlüssel. Oh, das ist die Karte. Ja, ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Da steht sogar, plündere die Umgebung, solange du wartest. Hörst du Schreie? Oder habe ich einen meiner Anfälle? Damit bist du nicht allein. Blut liegt in der Luft. Du hast auch Schreie in deinem Kopf. Hey, ja, Superfan. Ist die Karte schon repariert? Na, gib sie mir einfach, dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Du fehlst nicht? Okay, du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann, Crimson Raider. Das sollte klappen. Einige Daten sind beschädigt. Die Karte scheint erheblichen Schaden erlitten zu haben. Hypothese: Tyree Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Typhon de Leon hat die erste Kammer dort gefunden. Promethea. Gute Arbeit, Tannis. Mein Feder dekoriert. Also Promethean? Sieht so aus. Wir müssen vor den Kalypsos bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tannis und die Karte dorthin. Wir sehen uns an der Startrampe, Kammerjäger. Oh, du weißt, dass ich das verabscheue, Lilith. Ich will nur, dass meine Eridianer-Expertin sicher ist. Wäre eigentlich nicht schlecht, sonst ist man immer nur auf einem Planeten. Bereit? Was? Ich hätte uns mitnehmen können. Ja, ne. Ja, ja, was auch immer das war, das kann nur zwei Leute maximal transportieren. Ja. Und nur wenn zwei von denen mindestens weiblich sind. Wenn ich sonst hey, ich bin weiblich. Lässt sich das leicht abwischen. Oh, hi. Nein, jetzt aus dem Weg gesprungen. Dieser Pisser. Ich erledige das. Siehst du, die werden direkt zu Biotreibstoff. Ich versuche das Catch-A-Ride-Geschäft mit dem nachhaltigen Treibstoffgeschäft aufzumachen. Ich habe sie getötet, Daniel. Das ist ein Wettkampf, wer die meisten Kills kriegt. Was voll kontraproduktiv ist. Ja. Wir müssen ja mal zum Überfahren. Mein Charakter ist voll edgy, ey. Wieso denn ich, ey? Es ist fast die ganze Crew an Bord. Sobald du diesen Astronaut-Chip hast, geht's los. Oh Gott. Gott. Let's go. Ja, ich hatte schon wieder ein Fuß in der Hand. Yeah. Hä? Keine Munition. Da bist du bei mir eingestiegen. Ja, ich. Warum ist denn da keine Munition?
eigene Munition. Hast du irgendwie eigene Munition dafür oder was? Ich wollte eigentlich gar nicht rutschen, aber war direkt noch mal da hinten. Ich weiß gar nicht, wer uns hier alles so viel Schaden macht, ey. Ich glaube, die ist tot, ja. Astronaut-Chip. Endlich! War irgendwie über die Scheiße. Ich kann kaum erwarten, Pandora zu verlassen. Ich bin so lange hier, dass es mir in den Knochen steckt. Und überall anders zählt das als Krankheit. Was zur Hölle? Was? Das war einfach. Ja, die kämpfen. Das ist toll. Siehst du das auch? Ja. Eine Sirene? Ja. Nun. Liegt in der Familie. Ich bin die Sirene. Er ist ein Parasit. Wirklich. Bei der Geburt musste Vater ihn mir abschneiden. Also, ich bin das Einzige, was ihn am Leben hält. Was machst du denn da? Ich kann lebendigem Energie aussaugen. Auch deine, Firehawk. Kammerjägerlegende, Schlechterin des Zerstörers, Firehawk. So viele Titel, so wenig Wirkung. Nun, ich habe keine Kräfte. Jetzt erledige ich dich. Tyrene. Gut. Spricht ihr live. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Die am meisten gewünschte Hinrichtung. Die große Ketzerin persönlich, der Firehawk. Oh, sieh mal einer an. Smile. Und die ergebensten Anhänger haben die Ehre, sie zu erledigen. Das ist nicht alles. Wir kennen den Weg zur großen Kammer. Ab nach Promethea! Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Halb so wild, Lil. Alle Legenden sterben. Du hattest einen guten Lauf, wirklich. Oder? Das sagen die Leute zumindest so. Ich glaub's ja eher nicht. Okay, verschwinden wir von hier. Ich will sehen, ob Katagawa Wort hält. Überlass die Reste den Hunden. Bye, bye. Danke für die Karte.
und deine Kräfte. Ich beende, was du begonnen hast. Bis dann, Firehawk! Oder was immer du jetzt bist. Oh, das ist Piraten, wir müssen die jetzt retten, oder was? Nein, die ist tot. Irgendwie ungewohnt, dass zum ersten Mal halt irgendwie Cutscenes kommen irgendwie in dem Spiel. Ja? Ja. Normalerweise kommen immer nur so Intros, wenn so ein Boss kommt und dann weiß ich nicht, die Cutscenes so im Spiel. Ja, die Vögel machen aber auch ganz schön Schaden. Ja. Okay. Das sieht so lustig aus, wenn ihr damit erledigt. Oh Gott! Was war das? Warum machen denn deine Vögel mehr Schaden? Alter. Das nenne ich Gott. Ja. Jetzt spielen wir Space Invaders. Ja. Aus dem Orbit zu fliegen, bringt Pech? Es hat bereits einen Namen. Sanctuary. Was so? Ich kann deinen Namen sehen und irgendeine fliegende Gun. Was war das denn? Also bist du einfach durch die Gegend gelaufen. Ja, das war Fleisch. Ja, ne? Boah. Irgendwie habe ich deinen Namen gesehen, ne? Okay, ich nicht. Würde mich auch wundern, wenn du deinen eigenen Namen siehst. Nee, ich habe deinen nicht gesehen. Tennis hat recht. Taryn ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie wessen Schuld ist das? Die Karte und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Sie ist auch eine Sirene. Welche Informationen haben wir über Promethea? Sie? Ja. Also weiß ich doch nicht, Daniel. Der erste Teil nicht. Also jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es auch eine Sirene. Atlas, ah. Wir müssen sie dazu bringen, uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen, bevor die Kalypsos sie finden. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Okay, dann nichts wie weg hier. Ich natürlich. Haltet euch fest! Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb, damit muss man echt vorsichtig sein. Eine kleine Fehlberechnung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Ich glaube, ich habe gerade heraus. Ich glaube, wir haben die Schwerkraft verloren. Was zur Hölle? Unsere Hülle ist gerissen. Was ist denn da? Gar nichts.